Einen flauschigen Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video gibt es 5 weitere Methoden, wie du ohne... Warum rufen sie mich während der Aufnahme an? In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr ohne einen Dollar in-game ausgeben zu müssen, kostenlos euch Geld verdienen könnt. Dazu müssen wir auf City Build Evil und dann gehen wir zu PH Novo. Gerade hier etwas weihnachtlich geschmückt. Dann gehen wir zu P Middle und dann haben wir hier gerade aus die Botkammer. Da stellen wir uns drauf und hier links gibt es so eine Redstone-Lampe. Schalten wir einfach mal den Knopf. Da steht auch schon Free Coins drüber. Dann schaut er kurz in seine Kisten und dann bekommen wir hier sogenannte Low Coins und solche Event Items. Die kannst du beim Bot abgeben, weil hier gerade so ein Event läuft. Die sind, dafür würde ich jetzt 7 Cent bekommen oder Penny, je nachdem. Jetzt haben wir zum Beispiel Low Coins. Bedeutet, wir müssen hier zum Low-Bereich, gehen hier mal rein, schmeißen das auf den roten Teppich und dann sollte das hier gleich anfangen. Es wäre vielleicht sinnvoller, sich ganzen Coins ein bisschen anzusparen, aber auch nicht zu lange, weil die Coins hier, die Free Coins, immer mal wieder gewechselt wurden. Ich habe zum Beispiel noch 1,5-6 von den alten Free Coins. Da gab es dann irgendeinen Bug, dass die irgendwie rausgedroppt wurden, irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Und deshalb sind das jetzt 3. oder 4. Generation von den Free Coins. Hier haben wir jetzt zum Beispiel 100 Dollar und 500 Dollar. Dann gehen wir hier in die Botkammer, droppen das Ganze hin, immer auf den Item Remover achten. Dann hier rechts den Knopf drücken, steht auch Ankauf da, sollte jeder sehen. Und dann bekommen wir hier 7 Dollar. Ich kann euch das nochmal mit den Events Items zeigen, die haut er da auch rein. Aber die sind eigentlich sinnlos für euch, denn Platz 1 hat, glaube ich, gerade 14.000 irgendwie sowas. Nummer 2, da müssen wir zum CS-Casino, das heißt PHCS-Casino. Und dann gehen wir hier auf den Teleporter, gehen zur Botkammer geradeaus. Gehen wir hier geradeaus, wieder auf die Druckplatte. Und dann ist hier dieser Hashtag FreeCoins Mario Kopf. Da klicken wir einfach mal auch wieder auf den Button. Und es gibt hier bei dem Casino jedoch 2 unterschiedliche FreeCoins. Einmal dieses Nether Quarz hier und dann nochmal eine goldene Karotte. Mit der könnt ihr mehr Slots spielen. Mit diesen Coin könnt ihr jedoch nur ganz weniges spielen. Zum Beispiel gehen wir dafür mal hier auch bei Low Risk rein. Und da tue ich zum Beispiel mal dieses Slot benutzen. Da bekommen wir für ein Coin pro Spiel auch manchmal echt recht gute hohe Ausschläge. Ich war, glaube ich, bis jetzt schon mal das höchste war dieser Turmblock. Wir haben gerade sogar recht gut hier abgeräumt. 5000, 6000, 7, 8. Das Ganze können wir natürlich beim Bot gleich wieder ankaufen lassen. Dazu stellen wir uns hier auf die Druckplatte und hier links davon schmeißen wir unsere Gewinne rein. Dann warten wir hier kurz, bis die Lampen angehen. Und dann rechts haben wir wieder den Ankaufknopf. Da warten wir dann kurz, bis er alles in die entsprechenden Kisten getan hat. Achtet immer, dass die Lampen aus ist. Hatte ich vorhin schon mal, da hatte ich was angekauft. Und da war noch eine Lampe an, da war noch ein 1000 Dollar Gewinn oder so drin. Jetzt haben wir schon mal 9250 Dollar wieder bekommen. Es gibt noch PH Brunnen. Da kommen wir hier zu diesem Gewinnbrunnen vom Poseidon Casino. Hier gibt es auch ein Free Coin. Wie das funktioniert, habe ich bereits schon in dem Video davor gezeigt. Hier oben rechts mal auf dem i könnt ihr gerne draufklicken. Schauen, wie das hier funktioniert. Ist ein bisschen etwas anders als bei den Casinos, die ich gerade gezeigt habe. Und bei diesem Free Coin kann hier auch mal der Brunnen aktiviert werden. Da kommen dann Beacons oder Coins raus, die ihr dann noch verkaufen könnt. Und so könnt ihr dann eben nochmal ein bisschen Geld dazu abstauben. Ich habe auch gehört, dass 18 bis 20 Uhr hier immer auf CB Evil ein großer Pay-Sternchen sein soll. Ich habe das mal getestet, war ein Tag hier von 18 bis 20 Uhr circa. Weil ich natürlich bewegt, damit ich nicht gekickt werde. Es kam aber kein Pay-Sternchen. Ich weiß nicht, ob das nur einfach jetzt so mal kurz gesagt wurde, ob das wirklich so ist. Wenn ja, ihr könnt das gerne mal selber ausprobieren. Der nächste Tipp ist auch relativ simpel. Dazu mache ich am besten mal die Facecam hier groß. Dazu braucht ihr nicht unbedingt die App, aber könnt ihr auch im Webbrowser machen. Ihr braucht LabbyMod. Ich zeige das hier zum Beispiel mal über die App. Da seht ihr hier gerade meine LabbyMod-App. Jetzt spiegelt das natürlich. Und hier gibt es einen Belohnungsbutton unten. Und dort könnt ihr euch jeden Tag hier oben, das wäre natürlich super, wenn er mal fixieren würde. Ah, jetzt seht ihr es zum Beispiel unter meinem Kopf, steht jetzt tägliche Belohnung.
Und die holt ihr euch immer ab und dann seht ihr hier auch, hier gibt es verschiedene Streaks, wo ihr immer mehr Coins bekommt und von diesen Coins könnt ihr euch dann später auch Cosmetics kaufen und diese Cosmetics könnt ihr dann auch in-game verkaufen. Zusätzlich könnt ihr auch gerade noch über den Labimod Adventskalender noch mehr Cosmetics bzw. Emotes, die auch Lifetime sind, abstauben. Deshalb würde ich das euch auch nochmal empfehlen. Und der letzte Punkt ist umso simpler, denn ab sofort wird es so sein, dass ich unter jedem meiner Videos eine Kiste vom Case Opening verlose. Das Ganze werde ich aber nicht in jedem Video einfach sagen. Das ist halt für die Leute, die aktiv kommentieren und supporten, dass sie dann auch was zurückbekommen. Ich bekomme ja jeden Monat meine 2000 Creator-Kristalle. Hier haben wir noch gerade was aufgespart. Wir haben ein paar goldene Herbstkissen gekauft und noch nicht die restlichen Creator-Kristalle von dem Monat hier aufgebraucht, weil ja bald die Winterkisten kommen. Da will ich die Kristalle dafür aufheben. Unter jedem Video werde ich jetzt eine Person dann immer eine Woche später so auslosen. Wenn was streamt, dann immer donnerstags, aber wahrscheinlich wird es dann meistens offstream ausgelost. Ich kommentiere dann auch unter dem Kommentar, wenn jemand was gewonnen hat und dann bekommt er je nachdem, was gerade drin ist, was ich gerade habe. Zum Beispiel habe ich gerade goldene Herbstkisten, da würde es jetzt zum Beispiel unter diesem Video eine goldene Herbstkiste geben. Dafür gibt es keine Hashtags, einfach was passend zum Video schreiben. Sowas wie erster will ich auf jeden Fall nicht belohnen. Zum Beispiel, wenn jemand eine 1 oder sonst was schreibt, das bringt mir halt überhaupt nichts, das hat nichts mit dem Video zu tun und diese Kommentare nerven mich auch ehrlicherweise. Deshalb, das soll schon ein guter Kommentar sein, dass ich einfach fertig hingeklatscht ist und wenn man hier sieht, was man hier gewinnen kann, ist das, denke ich, auch gerechtfertigt. Ansonsten habt ihr noch weitere Methoden, wie man gut an Geld kommt, ohne relativ viel dazu tun zu müssen? Wenn ja, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Advent. Gerne kostenlos abonnieren, auf meinem Discord join. Dort gibt es nämlich die ein oder andere Sache auch mal abzustauben. Wie unter anderem Randschild. Und ansonsten haut rein und ciao, Leute.